Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In den letzten Folgen haben wir hier einiges wieder angepasst. Genauso haben wir hier angefangen, unser großes Produktionsgebiet zu erstellen. Und ja, wir sind relativ gut am Bauen und Planen, aber es ist schon wieder länger her, dass ich hier das gemacht habe. Und natürlich habe ich in dem Fall wieder vergessen, was der letzte Stand war. Genau, wir bräuchten hier rein theoretisch Kohle. Rein theoretisch. Wie viel kosten die Ausbau hier? 4,6 Millionen. Wir machen gut Kohle, aber ja, es ist... Es geht. Sagen wir es mal so. Es geht. Ein paar Bahnhöfe wären eigentlich zu klein. Rein theoretisch müssten wir den hier anpassen. Und weißt du was, wir haben genug Geld. Rein theoretisch können wir doch bestimmt hier ein Loch reinbohren, oder? Dann tun wir die ausbauen komplett, machen wir die mal groß. Und erstellen hier neue Bahnhöfe, das wäre doch mal was. Schauen wir mal, was die dazu sagen. Also als erstes müsstest du hier verschwinden. Du stehst leider im Weg. Und jetzt wird mit Planierungsmaßnahmen erstmal ein großer Weg durch das Gebiet hier durchgebuddelt. Und rein theoretisch müssen wir noch zwei niedriger, ne? Aber wir haben fast kein Geld mehr. Das hat schon viel gekostet, aber man kann ja... Wir können ja vorsichtig schon mal runterbuddeln. Ah, das kostet ein paar Millionen. Und wir müssen ja noch eigentlich eins tiefer, ne? Das darf man nicht vergessen, wir sind ja nicht ansatzweise am Ziel. Er steht schon wieder. Arbeitet, meine jungen Freunde. Was transportiert er nochmal? Was transportierst du? Möbel! Warum hat jetzt mein Ding gemacht? Ah, weil was von der eine Info von den Häuser kam. So, und rein theoretisch müssten wir doch eigentlich, haben wir schon da? Ja, haben wir. Und somit sollten doch die Möbel versorgt werden, oder? Genau. Möbel werden versorgt. Oder? Müssen schon. Ja da, 5000 haben die gerade gebracht. Wahrscheinlich nur der eine zu sein, der gerade aktuell fährt, aber wahrscheinlich reicht es auch. Ja. Weil wir nicht genügend Möbel natürlich aktuell... Oh, jetzt steht das Ding schon wieder. Warum? Achso, weil wahrscheinlich zu eng ist einfach. Ich denke mal, das ist einfach zu eng. Wir müssen es größer designen. Wenn mal dieses Gebiet frei wird, so kann man vielleicht mal sich die ersten Kurven annehmen. Die hier. Und diese ein bisschen weiter nach außen versetzen. Dann kann man zum Beispiel auch den hier nehmen und sagen, wir machen das wie folgt, wo waren denn die da? Das war jetzt ein einfaches, was da ist. Wir machen dich hier vorne. Genauso setzen wir dich hier hin und reißen das alte ab, so. Dann kommt, ja, das schaut schon mal besser aus. Genau, da muss hier noch eins hin. Und davor muss so ein Spezialsignal, genau. Das sollte ja eigentlich passen. Und das müssen wir jetzt an jeder Ecke machen. Okay. Sollte ich hinbekommen. Wir machen aber Ecke für Ecke, würde ich sagen.
Sagt schon wieder, mein Handy macht jetzt immer, wenn ich aufnehme. Das ist uncool. Mal checken. Nee, das passt nicht. Dann müsste ich gleich ans zweite vorne. Kontrolle aber müsste jetzt passen. Bedeutet, ich sollte die Möglichkeit haben, genau, hier eins hin zu tun. Nein, aber warte mal, das ist die falsche. Austauschen. So. Ah, nee, warte mal, da war. Hä, warte mal, nee, das. Erstens muss das so rum. Das da muss weg. So. Ich bin mal komplett verwirrt. Hier hätte das 3-Signal gepasst. Und hier geht das so. Ja, das schaut wieder passend aus. Dann machen wir das bei der nächsten Ecke. So. Das ist zu. Du musst immer gucken, dass die Kurven passen. So. Dann ist das das Auffahrtsgleis. Genau. So. Dann haben wir noch eine Kurve. So. Da und da, das passt. Und dann brauchen wir wieder Ampeln. Passt. Das passt auch. Und hier kommt eine. So. Schauen wir mal, wie der ein bisschen vergrößerte geht. Eigentlich vom Größenverhältnis sollte das jetzt besser sein. Du hast ein bisschen mehr Spielraum eigentlich. Das, denke ich, macht schon viel aus, wenn man so ein bisschen, halt ein bisschen mehr Platz hat auch zum Arbeiten. Weil ich glaube, davor war das Problem, dass halt wirklich hier so eng aneinander gestanden sind, dass der Zug einfach keinen Platz mehr hat. Schauen wir mal, wie gut das jetzt läuft. Ich hoffe auf jeden Fall besser. Wäre schön. Das wäre sehr schön. Und? Ja. Hat sich selber aufgelöst. Cool. Noch ein bisschen stockig gerade, aber... Da ist es immer noch... Muss ich dafür dann hier extra Signale vielleicht setzen? So, das könnte jetzt vielleicht noch besser funktionieren. Irgendwas habe ich gerade echt. Okay, jetzt passt es schon. Bin mal gespannt, wie gut das jetzt funktioniert. Problem ist ja aktuell bei unserem System, dass die immer wieder stecken bleiben. Und jetzt sollte das hoffentlich ein bisschen flüssiger allgemein laufen. Auch wegen halt der seitlichen Stehpunkte. Vakuumröhren. Alter, ich habe noch keine Vakuumröhren. Okay, das kommt jetzt, weil der Zug zu lang ist. Fuck. Da ist jetzt das andere Problem, dass wir zu lange Züge haben. Aber das können wir rein theoretisch lösen, indem wir sagen, okay... So. Das bringt uns ein bisschen Spielraum, glaube ich, nochmal rein in die ganzen Systeme. Das ist jetzt schon mal gut. Aber es ist wieder langsam. Ai, ai, ai.
Warum geht jetzt gerade unser Geld wieder runter? Jetzt steigt sie durch. So, die Zahlen, die grünen Zahlen will ich sehen. Ja, ja, die da, ja. Oh, schöne Richtung. Die macht auch, glaube ich, ja, 16.000, das ist eine schicke Zahl, du. Schau mal kurz zu unserem Produktionswerk. Ja, genau, wir wollten gleich den hinten auch ein bisschen erweitern. Le Bahnhof muss erweitert werden. Und da wir hier nichts mehr haben. Tun wir mal pausieren. Ich hasse es, das zu tun, aber ja, wir werden das Gebäude. Wir machen jetzt hier eine Station hin, eine Person, eine Güterperson. Ich weiß gar nicht, wie lange war denn der? Ich glaube, der ging bis 120. Da war 115. Ich überlege gerade, ob ich ihn auch ein Gleis rankriege, vielleicht sogar. Ah, das geht sich sogar aus, geil. Es geht sich aus! Die Frage ist, wie machen wir das logistisch? Also nicht logistisch, sondern ich muss hier irgendwie. Am besten muss ich dann hier die Schienen teilen. Ist ehrlich praktisch, kann ich hier umbauen. Wie habe ich denn das hier mit der. Irgendwo habe ich eine Schienenlogistik gebaut, eine neue. Ah ne, das hat hier unten, oder? Dass ich dazwischen auch noch so Ampeln mache, genau. Ich würde das gerne noch mit dem Ampelsystem sehen. Genau, weil dann sind das keine zwei, sondern. Ich glaube, das habe ich da oben auch irgendwie hingekriegt. Sehr, sehr kompliziert, aber es hat funktioniert, dass man sozusagen einzelne Punkte hat. Wir werden dasselbe System da unten jetzt einführen. Dann fahren wir von hier nach da sozusagen. Ich glaube nicht, dass das die beste Möglichkeit ist, um das Ganze zu vermeiden. So. Dafür. Gerade Schiene. Gerade Schiene. Und wir haben hier schon das erste Problem, dass hier zum Beispiel die Schiene nicht passt ganz. Dann schauen wir, dass wir hier die Schiene einfach eins weiter unten platzieren. Genau. Die daneben abreißen. Wieder Schienen nehmen. So. Aber das war eigentlich andersrum, so. Also soll das eigentlich nur die Schienen von da jetzt kommen. Bedeutet, dieser Abschnitt ist einer. Und dann brauchen wir nochmal Lämpchen. Hier und hier ist ein Bereich. Genau, perfekt. Ich überlege gerade, ob wir einfach nicht, for the Christ's sakes, diesen Bereich hier cutten. Ich glaube, das macht unser Leben einiges einfacher. Genau, so. Immerhin ist das einer unserer größten Bahnhöfe sozusagen. Wäre also, glaube ich, schlau, wenn wir die einigermaßen hinkriegen würden. Bin ich gerade schon mit überlegen, wie wir es am schlauesten machen, ob wir sagen, okay. Das schaut kacke aus, warte mal. Also wenn, dann müssten wir das. Genau, so machen. Und das so. Obwohl, warte, das könnte sogar. Es wird eine sehr, sehr komische Ecke, aber probieren wir es mal.
Gott, das ist eine komplizierte Kreuzung. Wir versuchen die mal aufzuteilen. Je früher wir die natürlich an den Start kriegen, desto besser ist es. Am besten wäre eh, wenn wir echt bis hierhin. Obwohl, da wäre schlau, wenn wir sozusagen so ein Signal hätten. Und es gibt ja eh nur spezielle Teile, die in eine Richtung befahren werden. Also sowas wie das hier wird ja zum Beispiel in beide Richtungen gefahren. Das wird nur eine Richtung gefahren. Obwohl, nee, das wird auch nur eine Richtung gefahren. Warte mal. Die, die raus wollen, müssen ja nach da. Das wird beide Richtungen gefahren. Und das wird auch nur eine Richtung gefahren. Ja, schaut nach einem sehr stabilen System aus. Habe ich hier irgendeinen Zug unterwegs, der gerade auf der Schiene fährt? Nee. Dann abreißen. Neue Schienen anhängen. Schauen wir, ob sie es checken. Wo fährt er hin? Wir geben ihm mal kurz einfach einen Anschluss. Umdrehen. Die Abzweigung darf es gar nicht mehr geben. So. Ja, alles weg hier. Somit ist der See nämlich frei. Und wir haben ein riesiges neues System entwickelt. Geil! Und wenn dann der blöde Fluss nicht wäre, könnten wir auch noch einen riesigen Bahnhof draus bauen. Aber es sollte alles, glaube ich, weiterhin gut funktionieren, oder? Schauen wir mal. Der fährt hier lang. Also unsere Systeme werden eh immer komischer, aber wir tun jetzt das hier zum Beispiel ausstraighten dann. Das wird ein großes Projekt noch. Außerdem haben wir hier auch unseren großen Bahnhof eigentlich geplant. Weil dann tut sich hier sozusagen das abzweigen. Aber sie fahren's. Wir haben noch keine Interference irgendwie gehabt. Das ist perfekt. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich einen eigenen Zug für Möbel erstmal besorgen. Kopieren. Kopieren. Aber Leute, ich sehe es gerade, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.